Das kann nicht sein, Mann. Dass hier nur solche behinderten Spastis dabei sind, die hier nur eine abfacken. Splatoon. Aufnahme ohne Rage Credits sind keine normalen Aufnahmen. Verpiss dich, du dreckiger Roller. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2. Und es geht direkt los hier im Standardkampf, Segelrockbühne. Mit dabei diesmal die Airbrush MG, die ich auch schon privat sehr oft gezockt habe und damals in Splatoon 1 meine richtige Main-Weapon war. Diesmal ist sie hier mit dabei wieder und diesmal hat sie parat einmal Haftbombe und als Ulti Curling Bomben. Dass wir gleich mehrere auf einmal halt verschießen können und so, ist halt natürlich klar. Okay, das war doch nicht so geil. Ja, also das mit Pinsel sollte man sich nicht unbedingt anlegen, aber ich hab's einfach mal trotzdem versucht. Aber ich hab's halt in der Ulti mehr oder weniger wenigstens irgendwie auch blocken können, also von daher war es jetzt auch nicht so schlimm. Na, dann noch Kill geklaut, Mann. Meine Ulti noch gar nicht. Ne, Bombenhagel oder irgendwie so hieß das ja, glaube ich sogar, ne? Ich versuche es jetzt. Ich habe den Sprung nicht geschafft. Okay, vergessen wir das einfach mal, was gerade passiert ist. Ja, ach komm, ich hasse solche behinderten Sniper, Alter. Ey, ohne Witz. Es ist so lachhaft. Ich hasse Sniper. Ja, und dann campt er und dann fickt er mich mit seinen scheiß Stingray, Alter. Und den Typ kenne ich, glaube ich, sogar vom Rangkampf. Ah, oh, ich hasse es. Komm, piss dich weg. Geh weg. Ja, ihr fühlt euch alle richtig cool hier im Gegnerteam. Obwohl das irgendwie beim Gegnerteam irgendwie etwas ungeglichen ist. So. Ich mach's jetzt trotzdem scheiß drauf, ne? Ich riskier's einfach. Ach komm, fuck you! Ey, was schon wieder für ein Betrug ist, ne? Ich hasse es. Annäherungsversuche sind bis jetzt immer kläglich gescheitert. Komm, ich fick euch jetzt alle beide. Fuck you, fickt euch. Wirklich, ohne Witz ist es so richtig lächerlich. Ja, fuck, ey. Bring den einer um. Ist egal. Ich versuch's jetzt mal, scheißegal. Gerade lacher, was ja immer passiert, ne? Die kriegen alle nur scheiß Hitmarke. Was ist das hier für eine Scheiße? Kein Kommentar. Einfach nur absoluter Dreck. Absoluter Scheißdreck. Nö, sehe ich nicht ein. Einfach nicht verdient. So, fertig. Puh. Juck mich nicht. Naja, eigentlich ja schon. Ja, bei diesen... Ich könnte jetzt noch irgendwelche Ausdrücke jetzt noch sagen, aber das spare ich mir. Das hebe ich mir alles für den privaten Haushalt auf. Ja, das haben wir schon einmal Standardkampf gemacht, dann machen wir noch zweimal Rangkampf und dann haben wir es eigentlich schon. Sogar gerade Herrschaft und sogar auch recht gute Maps dabei. Also ja, wir sehen uns hier gleich im Rangkampf wieder. Während ich nebenbei immer noch im B-Rang rumdümple, geht's nun hier im Modus Herrschaft, im Rangkampf, im Korallenviertel weiter. Und die Gegner haben ein DC
Vielleicht haben wir Luck und gewinnt dafür. Yay. Zum Glück ist es bei uns nicht passiert. Naja, es kann trotzdem immer jederzeit kommen, natürlich. Ist ja klar. Komm, geh weg. Noch so ein Pinseltyp. Nee, Roller auch noch. Hätte der mich jetzt noch getroffen, Alter. Nein! Hoffnungsloser Fall. Nee. Bevor ich wieder anfange zu ragen, ne? Nee. Naja, wobei, dafür könnte ich am Anfang wieder was als Highlighter draufschneiden für den Anfang. Ach, egal. Ist bei mir sogar übrigens eine Neuheit, aber bis jetzt noch in Splatoon 2. Deswegen, als von daher. Das sind sowieso meistens nur Ausraster, also von daher. Kommt drauf an. Ja, Mann, geh weg, Mann. Double Kill. Ja, Mann. Dankeschön. Ich habe sowieso schon die Linie erreicht, glaube ich sogar. Bin aber gerade nicht sicher, weil ich das nicht so richtig sehen konnte. Aber ich denke schon, und wir haben auf jeden Fall safe gewonnen. War gar nicht mal so scheiße. Wunderbar. Cool. Okay. Mhm. Ja, immer weiter. Ich kann gute Ringe hier gebrauchen. Das läuft wie geschnitten Brot. Ja, eine Runde haben wir noch zu absolvieren. Wie es davon sich abgeht, das werden wir jetzt erfahren. Dann sehen wir die Korallenviertel-Map dann halb doppelt. Vielleicht haben wir dann nochmal Luck. Mal schauen. Im Gegner-Team haben wir noch einen Platscher. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Okay, wir haben einen mit Dual-Platscher. Mal schauen, was das bringt. Das geht schon tüchtig los. Ah, das Gegner-Team, das Gegner-Team, das Gegner-Team. Ey, es laggt. Ich kann nichts dafür. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Danke, OBS, dass ich gestorben bin. Du Scheißprogramm. Drecksteil. Ja, jetzt werden wir so richtig zacken. Ja, gut. Jetzt lief's mal gut, jetzt läuft's wieder scheiße. Fick dich! Du dreckiger Honk! Ich hasse diese scheiß Explosionsrate von dieser scheiß Hamsterball. Fick dich, du Ich wollte eigentlich jetzt nichts Großartiges sagen, aber... Ich hasse es! Ja, zum Glück noch hinbekommen. Alter, verpiss dich mit deinem verkackten Roller, Alter! Dass ich mich übersteuert habe, ist mir jetzt sowas von scheißegal. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein Highlight, was ich am Anfang wieder mit reinschneiden kann. Was ihr zwei schon gerade gesehen hat. Deswegen nochmals Wiederholung. Verpiss dich, du Penner! Nee. 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 Es ist. Piss dich doch weg, Mann! Meine Fresse, ist das zum Kotzen. Ja, fühl dich cool, du Hurensohn. Lass das alles drin, scheiß drauf. Das ist nur sowas von Rille. Ein anderer Rage Quitter. Du sollst dich ja pissen, Junge! Alter! Das kann nicht sein, Mann! Dass hier nur solche behinderten Spastis dabei sind, die hier nur einen abfucken! Splatoon! Aufnahmen ohne Rage Credits sind keine normalen Aufnahmen. Verpiss dich, du dreckiger Roller. Das war der Pro-Controller, das war mir scheißegal.
bedroht. Leck mich am Arsch. Leck mich einfach am Arsch. Gegner, fickt euch. Leck mich am Arsch. Ist mir scheißegal. Kraftausdrücke müssen dabei sein. Das ist absoluter Standard. Junge. Spock's schon mal da. Nee. Das ist... Oh, es ist leicht dunkel und zum Glück habe ich keine Facecam an. Und ich bereue es nicht. Zum Glück habe ich den Balken, diesen Strich erreicht, weil ich schon den zweiten drin habe. Ja, jetzt bin ich leicht angepisst, deswegen gibt es keine ultimative krasse Verabschiedung, sondern sage ich einfach ciao und bis zum nächsten Mal.